Hallo und willkommen zurück zur nächsten Runde von Rainbow Six Siege. Moin. Moin. Also wem sollten wir bannen? Wir sind jetzt an... Views. Okay. Freizeitpark. Ja, kann ich selber nicht. Boah, Carina. Ja, du kannst auch da sitzen bleiben. Es ist zu eng. Ich seh nicht. Alea, mach doch, rück doch ein bisschen mehr rüber. Wenn du nach hinten rücken würdest, ja, dann könnte jemand daneben sitzen. Ja, aber ich mach einfach das. Zu eng wegen den Stühlen. Ja, so gut. Was ist das? Jack Daniels. Ah! Der Clash. So. Ich hab dich schon wo drauf markiert, Kai. Ich gucke. Dann guck. Nicht Cavera. Warum macht ihr den Cavera? Nein, nicht die. Oh, ihr seid doof. Ich hasse euch. Alle Male. Wieso, auf der wieso hast du uns? Ist doch von der anderen Seite. Doof. Die ist für mich gleich auch gesperrt. Wow. Nein. Natürlich. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Guck, ich kann sie nicht spielen. Danke. Die ist für jeden gebannt, ihr Vollidioten. Hä? Wie, das macht doch keinen Sinn. Das hat er eben natürlich auch eben genauso nicht funktioniert. Guck, Mama drin weg. Man bannt vier Leute. Nein, erst wenn Mama reinkommt. Mama ist drinnen. Ich sage nur, wenn wir jetzt verteidigen, wir sind jetzt verteidigt, dass wir möglichst gute Angreifer bannen und schlechte Verführer, damit wir trotzdem noch die guten spielen können. Aber das ist nicht schlimm. Cavera ist die Schlüsselperson hier auf der Karte, von daher ist es egal. Ach so. Nacht. Carina, das weiß Sven hätte eh nicht richtig gespielt, von daher. Doch. Ja, Sven, dann nimmst du einfach stattdessen einen Rekrut. Ja, ich weiß, danke. Nein, ich hab das Kind. Nee, nimm den Rekruten. Ich hab jetzt das Kind. Nimm den Rekruten. Im Rang kann man keinen Rekruten nehmen, man kann nur Kind nehmen. Jetzt nimm doch endlich den Rekruten und stell dich nicht so an. Ich weiß gar nicht, dass das Ding da durch die Windscheibe geht. Noch 5 Sekunden. Nee, weiter durchgezogen, Alter. Jetzt nimm doch den Rekruten. Aber so fühlt sich auch ein Blitzerfoto bei 200 an, glaube ich. Frag mal Yannick, dem ist das schon passiert. Autobahn hier, wo die Baustelle ist. Ich weiß. Am unten oben. Ja, weil der heute mit Christian Quad fahren oder hi. Ja, wo wollen die den Quad haben? Ist kalt. Ja, bei so einem Jochen Schweizer Offroad-Ding mitgemacht, glaube ich. Ja. Hast du dem eigentlich gratuliert? Ja, ja. Hab's voll vergessen. Ist nicht schlimm, der hat meinen Geburtstag auch vergessen. Ja. Cam. Von oben, das Fenster. Nadeln bereit. Wir sind doch gebannt. Ah, Scheiße! Ich bin geblendet. Bin Entschuldigung. Warum warst du auf einmal vor der Tür? Blitz. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Was war das? Okay.
Also einer ist auf dem Gang, der kommt jetzt durch die hintere Tür. Jetzt kommt Blitz. Also noch Blitz. Einer. Rechts von dir, Sven. Hinter dir, Sven. Ich sehe nichts mehr. Ich habe keine Munition mehr, Aue. Mission gescheitert. Eigentruck neutralisiert. Ja, das war genau der. Danke. War es der genau der oder war es der andere? Nee, es war genau der, der wo ich gesagt habe, hinter dir. Danke. Ja, nee, mache ich gerne. Wieder Kinderzimmer. Wie Kamera, ne? Wann? Chimera. Chimera. Ich bin am Essen, da kann ich nicht laufen. Das Kinn. Weil ich im Gegensatz zu dir tue was für meine gute Ernährung, zieh mir Magerquark rein, nicht ein Schnitzel. Ja, deswegen isst du ja auch zu einer Zeit, wo es eigentlich scheißegal ist, was du isst, du nimmst so oder so zu. Stimmt's? Nein, das ist ja scheißegal, wenn du isst, wann man isst. Tür ist sicher! Man muss eigentlich nach dem Essen nur ein, zwei Stündchen wach bleiben. Ja, der schläft doch jetzt schon. Das macht doch ja keinen Sinn bei ihm. That's my shit. Setzt sein Shit. Er setzt sein Shit. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Kontaktgranate hat einer? Carsten, du hast Kontaktgranaten. Yep. Komm her. Warte. Oh, wie pinkt man denn hier nochmal Y raus da? Ich will raus da! Nee, ich hab da. Keine Kontaktgranaten. Ich hab nur Kamera. Ach Mann! Hat X connected, Aue. Da sind drei Leute. Die kommen jetzt da den Spielautomaten rein, denke ich mal. Da müssen wir es halt oldschool machen. Einer ist weg. Schönes Ding. Der hat Kontaktgranaten. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Verteidigt sie. Ach, durch die Wand geschossen. Mann, ich finde das so ätzend, hey. Du hast ja alle Wände aus Pappe sind. Fenster, immer noch. Der hängt vor der Fenster. Schön. Geil, dass du es jetzt sagst. Das ist doch nicht mehr wahr. Dies kam zu spät. Also wie gesagt, da sitzt immer noch am Fenster, wo die Automaten sind. Nur noch ein Gegner übrig. Er rocket. Was meinst du, wie viele Headshots die Automaten schon bekommen haben? Oh, eine ganze Reihe, du. Eine ganze Reihe. Bombenentschärfer platziert. Halt rausgelaufen nach rechts rüber von B. Da liegt seine. Vorsicht, rechts auf der Seite. Ja. Er ist allein. Und er weiß noch nicht mal, wie man deaktiviert, offensichtlich. Ja, der hatte natürlich ein Schutzschild, ne? Das war jetzt ein Pech. Ohne den Schutzschild. Oh ja, war das richtig krass, hat das 15 Kugeln ausgehalten, bevor das kaputt war. Schon wieder ja, da. Was? Das Schild von Blackbeard. Blackbeard. Als er quasi gerade frisch rauskam. Ja, damit ja auch jeder den spielt.
Posten sichern. Schutzplatten werden eingesetzt. Kai. Mhm. Was haben Eltern und Pizzas gemeinsam? Verteidigung entsprechend klar. Was haben Eltern und Pizzas gemeinsam? Dann sind sie schwarz, hast nichts zu essen. Ja. Oh wei, der war so lame. Aber gut. Es bleiben 10 Sekunden. Flachwitze, wir distanzieren uns natürlich davon. Ja, ja, voll. Sekunden. Gelegt. Sicherheitsabstand halten. Setze Willkommensmatte ein. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Naja, ah, da kommen wir zwei oder so. Zwei oder drei. Könnte wirklich sein. Ist voll. Errichte eine Barrikade! Oh, der Wand hat einer angelegt. Der verbleibende Gegner. Auf was schießt ihr, Alter? Wo ist der Trottel? Ah, ja. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigene. Manchmal, wenn man nicht im Kopf schießt, muss man im Bauch schießen. Das ist wohl wahr. Ah, der war fast in die Matte getreten. Schade. Tatsächlich gewonnen. Boah, wo müssen wir echt mal angreifen? Nee, ich hab da keine Lust zu. Können wir nicht die ganze Zeit nur verteidigen? Ne? No. Oh Mann, ey. Mann. Nehmen wir den. Nee. Ah komm, ich nehme wieder den Schild. Schärfer. Ich nehme wieder ein Schild. Geil. Ich fahr wieder Teetassenkaus hin. Also, warum? Weil ich ein paar Gewichte gefunden hätte die und sonstige Sachen halt. Was hast du gefunden? Gewichte und sowas gefunden. Gerichte? Ja. Müssen oben sein. Ja, sind oben. Ich sehe jetzt nicht ein, dass wir alles allein zu bezahlen. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Hab ich auch nicht gesagt. Hab einen gescannt. Ich sag ja nicht, dass ich das allein bezahle. Also, dass du das allein bezahlen sollst. Ich hab dir gesagt, wir tun zusammen. Hab gescannt. Einen habe ich. Nur wenn du mich ja, den hatte ich auch. 100 Euro zu viel hab für Gewichte, sag ich nein. Ja, kein Schimmerfrage, kommt immer nö. Achtung, eure Drohne hat ja eine Bombe. Wir haben auch den Typen, der die Bomben setzt, kann er nicht hören. Also ich sag mal so, ab nächste Woche Samstag geht's auf der Schwarzbaustelle weiter. Wieso arbeitest du für Neger? Weil das Material nämlich da. Nicht so rassistisch, ey. Ich meine natürlich auf der Weißarbeit, entschuldigen Sie. Ja, bitte. Auf der Weißarbeit verdiene ich buntes Papier. Linke Seite im Gang. Rechts. Linke Seite. Ach, schon wieder. Rechts. Oh. Linke Seite. Jetzt rechts. Haben wir wegen dir alles ja. Kreuz am Dreieck.
Hab ich doch gerade gesagt. Linke Seite im Gang. Ist links ein Gang? Ja, neben mir war ja auch, hinter mir war ja auch noch einer. Der hat mich zufällig erschossen. Einfach durch die Wand einen Kopfschuss gegeben. Nur noch ein. Oh, noch ein! Ich bin's! Der ist nach rechts gelaufen. Bei Bombe B. Kabums. Bombe B rechts. Ah, und mich hat einfach gerade Ronny getötet. Ja, ich dachte, ich gehe dir mal gleich, du. Das müsst ihr abchecken. Ich stand vor der Wand, die war zu, die war komplett zu. Ich schieße einfach durch, zwei Leuten einen Headshot gegeben. Du bist the best. Und Dirk? Ja. Tut mir leid. Und Sven? Ja? Tut mir leid. Ich konnte ja nicht sehen, dass du da vor der Wand stehst. Ich war extra weggegangen, nur einmal um die Ecke rumgelaufen, wollte dann quasi da sprengen, die Leute ablenken und dann durch die Tür durch, aber du standst halt direkt davor, es tut mir leid. Also bei CSGO passiert mir das nicht, dass ich unser Team getötet, aber... Ja, ich finde, wir sind jetzt quitt. Ja. Wie sieht's eigentlich aus? Habt ihr eigentlich auch mal Bock, eine Runde CSGO mitzuspielen? Nee. CS ist... Du bist der Einzige, der auch Nein sagt, Ronny. CS ist wirklich überhaupt nicht mein Ding. Ja, aber du bist der Einzige, der auch Nein sagt. Ronny. Yeah, man! Come on. Wann soll ich das noch machen? Play with us a Runde CSGO. Play with us a Runde CSGO. Das ist ja richtig English for Runaways hier. Ja. Ja. Very good in this game. Beautiful. Du bist bei Yautiful? Ah, tu mir nix, ich tu dir auch nix. We bring you by how it works. We play auch with Alex, der ist auch very bad. Nee, ich hab echt da gar keine Zeit für. Was soll ich das denn noch machen? Ich will mit Division 2 hier anfangen. Mit dem Add-on. Da habe ich echt gar keine Zeit für. Also. Ja, Division 2. Da habe ich auch den ein oder anderen Tag drin verbracht. Vielleicht aber auch den ein oder anderen Monat. Ja. Weil Gangs of New York ist ja schon seit einer Weile raus und das wollte ich jetzt als nächstes machen. Ich hab nach dem ersten Raid habe ich aufgehört. Ja, das kommt auch so in etwa, ne? Da haben wir auch aufgehört, Dirk, oder? Was? Also ich hab die Abend am ersten Raid. Und dann hab ich aufgehört. Hat das langsam aufgehört, weil dann für mich kein Reiz mehr da war, irgendwas noch zu machen. Ich hab mit PvP alles zerstört. So. Nee, ich muss jetzt ins Bett. In der Dark Zone. Du solltest es auch tun. Ich muss morgen. Aber das Problem ist alles. Ah, Dirk! Ich hab's nicht auf dem PC. Hinter dir. Morgen musst du home, oder? Ja. Du weißt schon. Ja, Der ist rechts. Alter, so weit weg war der? Oder habe ich auch noch einen gedownt? Da! Jo. Ich hab einen erwischt und einen angeschossen. Ah, Dirk ist da. Mach dir keinen Kopfschmerz, Dirk ist da. Dirk hat den Rest gemacht, ne? Dirk, du bist so sauber. Da war keine Kugel daneben. Alles direkt im Bauch. Maximale Magazinausnutzung. Alle ins Köpfchen. Nein, eigentlich eher in den Bauch. Nee, ins Köpfchen, hat er recht mit. Nee, ins Köpfchen.
Ach so, ins Köpfchen, ins kleine Köpfchen. Ah! Entschuldigung, ich hab's gerade nicht so gecheckt. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, das kann sein. Gebe ich ganz offen zu. Was ist mit Juli los? Die hatte schon was. Den bringe ich hier nicht. Den bringe ich hier nicht. Was denn? Woher kommt dieser Sound? Keine Ahnung. Ja, vom Porno. Ja, Pornos gucke ich nicht. Ja. Nee. Finde ich so unnatürlich. Das ist für mich überhaupt nicht antörend. Meinst du, es ist nicht normal, dass die alte Doppel-X hat? Ja. Und mit dem Taxifahrer schlafen will, den sie zufällig sieht. Ja, genau. Das ist total unrealistisch, Alter. Das ist total unrealistisch. Ich hab den gerade zugeguckt. Der eine macht das Rollo zu. Dann macht der nächste, macht's wieder auf. Der läuft raus, dreht sich um, will wieder reinlaufen. Dann macht der nächste es wieder zu. Der macht es wieder auf. Wie ein Puppenspiel. Wenn wir zum Sonnenstrahl durchschauen. Achtung, Explosion! Katze! Auch eine Katze. Ey, yo, was geht? Bahnkolon, du schon. Setz dich doch irgendwie oben auf der Sims. Sitzt, in der Ecke da. Direkt. Da mit der MG da. Ey! Von wo, Bruder? Der eine. Von direkt los links. Der andere ist down. Der hinten am dicken Geschütz. Der liegt auf dem Boden. Pass auf, da hat er noch einen Gegner übrig. Der hat Bomben gesetzt, ne? Der letzte steht da drin. Ja, wo denn? Da. Hinter Window. Der macht's Window auf. Vorsicht, Hat sich schon geregelt. Lauf einfach über mich rüber. Ey, yo, was geht? Wir fahren in Kolonne durch deine Gegend. Was ist heute los mit uns? Hey, wir rudeln ja richtig. Nein, das sieht nur so aus. Kann sein, dass ich mich täusche, aber ich habe echt den Eindruck, dass wir heute richtig gut spielen. Das liegt daran, dass du absolut die beste Butter der Welt dabei hast, nämlich mich, Kerrygold. Kerrygold. Extra. Genau. Die Butter gemacht von Kühen aus Irland. Stimmt nicht, die Milch kommt in Wirklichkeit von Kühen aus Deutschland. Da ist überhaupt nichts Irisches dran. Die heißt nur Kerrygold. Das ist alles. Kerrygold heißt sie, genau. So heißt sie in Indien, weißt du? Kerrygold. Kerrygold. Die Butter original. Gemischt mit Curry. Aber Sven. Warte. Was habe ich auf? Oh. Ich habe schnell ausgemacht, mir ist wieder eingefallen, was es war. Wann da? Auf dem Soundboard. Das wird gelöscht. Warum? Weil das vielleicht nicht YouTube-tauglich ist. Ach, es ist alles YouTube-tauglich. Alles. Ja, der war kritisch, der war sehr, sehr kritisch. Deute mal an, was der Inhalt war. Den Gottesausruf, bevor ein Siuzitalen, ja. Das ist doch überhaupt nichts Schlimmes. Aber ich habe was anderes für dich mitgenommen, Sven. Dominating. Das müsste ich jetzt alles reinpacken, aber... Nee, das ist sehr hart, also...
Also nee, wieso? Immer wenn es in den gegnerischen Raum reinläuft, hätte das laufen lassen können. Wieso? Ist doch voll passend. Ist doch auch nichts dabei. Ich meine, das ist ein ganz normaler Angriffsschrei. Das hier können wir reinmachen. Oh, jetzt muss ich das hier rausnehmen. Tja, was benden wir denn dann? Das hier können wir reinnehmen. Auf jeden Fall nicht können wir aber. Ja, die kommen nachher. Ja, wir müssen ja erstmal Angreifer bannen. Weil wir sind ja jetzt, wir sind ja jetzt wieder Verteidiger. Das ist ja ganz logisch, dass wir dann die guten Verteidiger bannen, damit wir die nicht spielen können. Also am besten bannen wir Legion und Cavera. Das wäre das Intelligenteste, was man machen könnte. Sven Krütgen hat das Spiel verlassen. Wieso hast du das Spiel verlassen? Willst du nicht mit uns spielen, Sven? Warum? Ah, oh, schon wieder? Ja! Er ist wieder allein. Allein, allein. Interessiert kein Schwein. Das ist gerade bei Sven passiert. Das fuck ich jetzt gerade übertrieben ab. Das heißt, wir können Kamera jetzt. Nee, nicht Kamera bannen. Doch, bann ruhig, komm eh. Bann rein bei Mai oder so, was richtig unnötig ist. Echt? Den habe ich ausgesucht. Ich weiß zwar nicht, was der kann, aber. Kennst du Jäger? Ja. Ja, das ist quasi ein Pardon zu dem. Also, ja, kann ungefähr das gleiche wie Jäger. Okay. Nur halt, meiner Meinung nach, schlechtere Waffe und so. Wo willst du anfangen? Entweder ganz oben oder Küche. Ich würde sagen, also ganz oben. Wir sind nur zu viert. Ja, wir rudeln das jetzt. Der kommt doch jetzt wieder rein. Sicher. Sicher, sicher. Dicker. Außerdem ist das meine Map hier. Ja. Hast du dir geschrieben? Der Kai macht das jetzt ganz von alleine. Café ist wirklich meine Lieblingsmap. No joke. Die Map kenne ich in- und auswendig. Jetzt können sie kommen. Hast du gehört? Sie möchte, dass sie kommen. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Ganz wichtig, der Kühlraum hier muss komplett zu sein. Ich kann euch auf jeden Fall nicht folgen. Du musst auch mit ohne Rang musst du suchen. Ja, aber wenn, dann muss ich die Lobby jetzt lassen, Beispiel. Wenn ich in der Lobby drin bin, steht hier eine Lobby-Anführer suchen. Ja, du geh aus der Lobby ruhig raus. Verlass die Lobby. Kein Stress. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Kannst die Gruppe ruhig verlassen und dann kannst du nochmal runter, genau. Oh, Sven ist zurückgekehrt, steht hier. Da-da-da! Oh ne. Okay, die sind low, die bangen nicht. Das ist gut. Geklingelt. Ah, Mensch, das ist immer schlimm, ey, wenn die mein Handy hacken. Ja. Als ob die kein auf dem höchsten, auf der höchsten Elo raffen die dich hier unter dem Tisch nicht. Halt's Maul. Ich guck kurz weg. Die 8-3 HP, die Ash. Oben ist schon einer. Oder? Nee. Oben auf dem Dach. Oh, wunderschön. Oben auf dem Dach sind sie. Guck, und so spielt man Cavera richtig, Sven. So.
Das ist aber gut gespielt, halt. Ne, muss ich lassen. Ja, der spielt aber schön. Gut, Kamera. Er ist hier auf TikTok unterwegs. Er ist gut. Niemand. Doch, bei irgendjemand ist auf TikTok. Ich höre da was. Aber mein Ping ist auf jeden Fall auf Fliegen. Nicht bei mir. Oder Kai, was sagst du, mein Ping? Hm? Also, wie normal. Jetzt habe ich wieder kein Internet. Die Gegner haben meine Bombe gefunden. Verteidigt sie. Digga, komm du doch einfach schnell das LAN-Kabel abholen. Nein, ich lauf jetzt nicht rüber. Ich hab gar keinen Bock drauf. Ich werd's dir nicht bringen, Alter. Oh nein! Oh, ich hab den gerade runtergesprungen. Letzter verbleibender Gegner. Letzter ist oben am Dach. Das war mein Punkt, ja. Ist gedroppt. Also, spielst du eigentlich immer mit Ironside? Ja. Okay. Bist du eigentlich immer so gelenkig, dass du, wenn du um den Rücken liegst, deine Füße so krass sehen kannst? Ja, total. Ja, also manchmal. Dass du dir die Füße reinschießt, ne? Genau, ich mach mir auch manchmal selber einen Blowjob. Nice. A Blowjob. A Blowjob. Blutjob. Er baut mal auf mein Leben, warum? Er hat schon einer Kamera genommen, der soll weg. Lass den mal kicken. Aber nicht. Nix Kamera. Erbärmlich, dass ich keinen Kill hab. Sven? Ja. Wow, du hast so ein geiles Kinn. Ach ja, darum spielen wir jetzt nächste Woche Freitag CSGO. Sven? Ja? Willst du nicht einfach das LAN-Kabel holen kommen? Nein! Verreck nicht, mein Ping willst ist doch super. 17. Willst du nicht einfach Svenja fragen, ob sie das holen kommt? Ja, was glaubst du, was die mir zeigt? Den Mittel. Weil du ganz lieb fragst, vielleicht den Körper, wie Gott ihn erschaffen hat. Es ist da ist noch einer. Von 100. Geht denn hier ab? Ich will nicht klein nicht sein, ja, aber 130. Der steigt ja gerade wieder. Jetzt nur 35. Sven, Alter. Es bleiben noch 10 Sekunden. Jetzt ist wieder Internet weg. 5 Sekunden. Lass mich wieder raus. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Also du musst doch nicht mehr klingeln, Alter. Ich werf dir das einfach aus dem Fenster. Ich werf dir das aus dem Fenster. Was, wer will mir was aus dem Fenster werfen? Das LAN-Kabel. Nein. Jetzt sag doch einfach ja. Ja, ich reg mich ja gar nicht so sehr drüber auf, so wie du. Das ist alles Alex schuld. Wand befestigt! Falls du das irgendwann mal hörst, Alex, du bist ein Hurter. Warum hab ich was, Kai? Warum hast du dem eigentlich das lange mitgegeben? Weil der das lange gebraucht hat und ich hab gedacht, ich wäre bis heute oben. Ich hab gedacht, heute bekommt der Tisch. Ich sehe Füße bei mir. Da würde ich bin nicht tot. So liegen. Ja, ich hab zu früh geschossen. Das sind zwei Mann, drei Mann, die von der Seite kommen. Ja, sicher. Da fused einer. Mission gefährdet. Bomben entschärfen. Nein! Sorry. So schlecht gerade, das ist unglaublich.
Entschärfer. Die ist am Internet. Macht dir nichts aus. Den Entschärfer. Aktivieren. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Der kann ja vorbei. Wie schreibt man? Wie schreibt ihr? Heu leise! Hier ist fucking kill me! Hier ist fucking kill me! Was ist das denn für eine Grammatik? Wieder Küche. Moin. Was? Chimera, it is not one tap. Was will er damit sagen? Oh Mann. Ich glaube, der will einfach ein Bier haben oder so, ne? One tap. Ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, was meint der? Er will ein Bier haben von dir. Ich glaube, ich kann heute gar kein Beispiel. Sven, komm bald wieder ins Game. Sven hat Judas Internet. Das ist on Fleisch. Kommt der Kamera Sven zu natürlich euch? Mit TZW geschrieben. Das muss. Sven. Ach, ich bin schon wieder tot, ey. Bei mir läuft echt, ich stehe 0-0-0. Das muss man erstmal nachmachen. Es bleiben 5 Sekunden. Du Keck, Junge. Ich hab keinen Bock, das rüber zu bringen. Komm, wir treffen uns bei der Hälfte. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Mach dich angriffsbereit. Dann mir scheißegal. Du spielst heute gar nicht mehr, dann guckst du nur noch zu. Da lernst du mit sowas. So, jetzt kannst du nämlich lernen, wie man sich hier nämlich wie ein Profi unter diesem Tisch versteckt. Okay. Dann wirfst du nämlich hier noch eine Gummi dahin. Du wirst direkt von der Drohne erkannt, weil die Drohnen nämlich alle OP sind. Die wissen nämlich direkt, wo du bist. Dirk, da schießt einer. Hast du den gesehen, Sven? Aha. Bei mir ist einer. Ach Sven, hast du den Turn-On gerade gesehen? Nee. Hab ich nicht, da hätte ich zugeguckt. Guck doch. Oh, Digga, das war der krasseste Turn-On meines Lebens. Die sind schon wieder im Gang vor dem Bude. Weiß ich, wenn du rausgehst, bist du tot, ne? Das ist der Claymore vom Gegner. Letzter verbleibender Operator des eigenen Trupps. Gibt's einfach nicht. Letzter verbleibender. Mehr Glück als Verstand, hä? Der ist ja hinten im Raum schon. Der kommt bei mir rein. Nee, nicht der raus. Nein! Nein! Hast du echt nicht gesehen? Mission gescheitert. Der Kerl hat sich ja sogar noch drauf hingewiesen. Ich habe doch da drauf geguckt. Dirk, da war ne Claymore. Die Claymore hat Bums gemacht. Dirk, da war ne Claymore. Naja, jetzt gewinnen wir jetzt. Holy shit. Wo fangen wir an? Weihnachten? Holy godlike. Nee, Weihnachten. Ich fang immer unten am Kai an. Beim Kai. Ich fange immer unten beim Kai an. Ja, aber immer unten, weißt du. A few moments later. Unten am Kai, da ist es ganz würzig. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um einen ganz würzig. Und schmeckt nach Schimmelkäse. Und schmeckt nach Schimmelkäse. Ich find, wir sollten irgendwie so Schlagergruppe aufmachen. Damit kannst du so jede Menge Geld verdienen. Wir haben nichts drauf, weißt du, und so wie wir halt. Ich bin kaputt. Wo ist die scheiß Treppe nach oben? Ganz oben. Ich bin zu blöd, die zu finden. Ah, da. Ich finde die Treppe nicht. Super.
Jetzt habe ich sie genau dahin manövriert, wo ich nicht drüber komme. Geil. Kurze Frage. Meint ihr eigentlich dieser Sound, ne? Wenn ich damit so einen anderen Ausruf machen würde, könnte man das falsch verstehen? Geht tierisch auf den Sack auf jeden Fall. Tierisch auf ein Säckchen. Eine oben Dach. No front, Bruder, aber... No front. Die Stimmung ging gerade herbe. Ah, oh, das darf doch wohl nicht wahr sein! Das war das Adi-Megafon, glaube ich. Ich hasse Kawaii! Auf jeden Fall knapp gerade. Komm! Nein! Ich war zu langsam. Der braucht ja 10 Jahre, bis er sich mal abgeseilt hat. Ist ja. Keine Ahnung. Aber wenigstens habe ich eine Runde mitgespielt. Ja, Sven, du warst bei uns. Danke, Sven. 5, 6, 7, 8. Und du hast vor allem keinen Teamkill gemacht. Blackbeard. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eigentlich waren es 20 Jahre. Ich bloß aus der Fontanelle schon gespielt. Nee, bei mir ist es locker bestimmt schon 10 Jahre. Eine Bombe CSGO? Ja, ja. CS generell, aber nicht CSGO. Ohne. CSS zuerst. Sie sind in der Küche, sie wollen uns was kochen. Amen. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Ich mag aber nur Zwiebelsuppe. Wer hat das Lied erkannt? Nee, das kommt nicht so gut. Das singt? Nee. Sie sind in der Küche und haben uns ein Süppchen. Drum gehen wir jetzt da essen. Nee, wird da Süppchen gemacht. Nee, das ist besser. Was bist du, ein Flachwichser? Aber ich finde doof, dass du hier kein Ding muss nehmen kannst, kein Messer. Eieieiei. Lademagazin! Da haben wir aber voll. Manche Leute sagen, ich war voll stumm. Treppe. Kommt da einer runter. Welche Treppe? Da, wo du reingegangen bist. Die Treppe, okay. Bin nämlich gerade hinter dir reingegangen, da haben sie mich erschossen. Hab ihn. Rhythm is a dancer. Das Ding zieht aber. Sven, Alter! Du Geisteskranker. Was denn? Den hab ich gar nicht gesehen. Warum haben die einen schwarzen Doc? Der kann nix. Der gibt doch nicht mal was zu essen ab. Hallo, warum zieht er nicht? Er geht nicht ins Visier. Tippt. Ich mach das Echo aus, das nervt! Achso, hab ich jetzt das Echo an? Sorry. Ja! Mein Fehler. Kein Problem. Arschloch! Was sagt das denn keiner? Das hat's gebracht. Ja, wie du siehst, hat es das gebracht. Es ist manchmal echt so fucking unbelievable, dass die Leute dann freiwillig rauskommen und sich erschießen lassen. Ja, der spielt Reflexvisier, der weiß, was er tut. Oh, vielleicht aber auch nicht.
Schade. Oh, ah, das hing da an der Wand. Ja, das hing schon die ganze Zeit da. Ja. Aber das habe ich nicht gehört. Normalerweise hörst du das doch piepsen. Ja. Relativ. Wo gehen wir hin? In der Küche. Der Kai will uns was kochen. Hey, lecker. Den scheiß Jack-Gedöns da. Wieso? Also, weil der meine Alte spielt. Echt? Der spielt Janik. Bist du verheiratet mit dem? Mit der. Ich probiere jetzt was ganz Krasses. Dann funktioniert es, kann aber auch noch nicht. Eine good game, it's just a little bit of a time. Bei wem läuft das? Bei mir. Bei wem sonst? Bist du auf TikTok unterwegs? Ich hab gar kein TikTok, Bruder. Das ist TikTok, mein Freund. Nein, das ist nicht. Alter, ich kenn TikTok. Ja, ich guck mich trotzdem. Bin ich da auf Facebook unterwegs? Ich guck kein TikTok. Die Wand ist verstärkt! Ich setze das Gerät ein! Und der Pop, Top. Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Das Gerät ist am Platz. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Gerät ist platziert. Oh Gott, das war richtig schlecht. Haben wir einen Dock? Ne, haben wir nicht, das ist blöd. Besser gespawnt pickt. Ach komm, als Oppi die Schrottwaffe. Kommt jetzt einer bei mir und. Mhm. Ich würde hinter dir mal zu machen. Nee, muss ich ja irgendwo hin flüchten können. Mach den weg, bevor der es zünden kann. Kannst du mal aufhören, an meine Armlehne zu wackeln? Da ist der ist noch einer da. Da liegt einer down und einer liegt noch am Leben. Der hat nur 50 Leben noch. Einer auf Ping, geht raus wieder. Die Gegner haben einen Entschärfer neben einer Bombe platziert. Zerstört ihn. Wo ist er? Entschärfer lokalisiert. Die Bomben schützen. An der Treppe. Links an der Treppe. Komm, ist weg. Ach ja, ist das schön oder ist das schön? Ich hasse Motten. Runde 8. Mein Gott, kaum zu glauben, ey. Jetzt müssen wir mal, ne? Weil du so gut bist. Jetzt müssen wir mal angreifen. Komm, ich komme jetzt mal mit euch da hoch. Oh, du bist die Finca. Oh, nee. Das dolle Manns-Vibe. Das Schlimmste, was es gibt. Unten, Küche. Oder? Sag Walla. Sag Wahalla. Wahalla. Bro, Wahalla. Ne, da nicht. Oha, der lügt mich sogar an. Ganz oben. Wie immer. Wie da immer. Sind die komischen Dinger oben. Ja, die Mew-Jammers.
Mutte. Schreibt er doch, der schreibt doch sogar Mutte. 10 Sekunden bis Einsatz. Noch 5 Sekunden. Ich bleib auch stehen. Meine ist aber noch aktiv. Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden. Hab ich direkt mal gesagt, was abgeht. Deine Mutte. Bombe ist auch... Deine Mutte. Ey, deine Mutte. Ole, ole, deine Mutte. Du warst mal in der Luft, es war die Schwebebahn in Wuppertal. Ach, der einfach am runterspringendsten. Bombe gefunden. Hast du da alles im Blick, Dirk? Jo. Jo. Und du? Ich hab auch alles im Blick. Oh. Puh, das war aber eine knappe Scheiße. Oh, einer ist weg. Ah, fuck. Hat mich direkt vor dir. Ein Gegner verbleibt. Wo ist der vor mir? Der ist am Fenster. Da am Fenster war der. Ach, hinter mir. Gegenüber in dem Stück Küche da. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Das war unser eigener Mann. Kai, der Kaiser, wurde nicht gefragt. Er hat ihm einfach eine Kugel in den Kopf gesetzt. Nein, weggemacht. Ja, meine weggemacht. Das ist... Hast du noch nie den Ring gereimt, Alter? Nein. Mann, ey. Das ist gut. So ein blödes Dreieck. Das ist das Arbeitsamt-Dreieck, wenn er wieder, wenn du wieder Leute angehst. Arbeitsamt-Dreieck. So habe ich das noch nie gesehen. War scheiße, so ein Dreieck. Ja, das ist, wenn du Team-Damage machst. Das heißt nämlich, sobald du jetzt weiter auf deine Teammates schießt, kriegst du selber Schaden. Und die leben weiter. Ich hab ein Alpha-Pack! Ich hab ein Alpha-Pack! Verkauf das. Das ist ein magischer Moment. Ein magischer Moment mit 15% ein Alpha-Pack. Ja. Komm, lass es mich aufmachen. Lass es mich aufmachen, ein magischer Moment. Jetzt öffnen. Graue Rotze. Es ist violett. Als ob. Oh, ein neues Waffendesign. Was denn? Ölfleck. Ihr müsst mich einladen. Okay, ja, ich lade doch ein, Junge. Du hältst deinen Schnauz. Benutzt das. Ich hab den Ölfleck. Auf der Waffe. Ich hab einen Ölfleck auf der Waffe. Ölfleck auf der Waffe. Ich guck doch, ich hab doch kein Facebook. Ja, du musst Facebook haben, sonst hätte ich dich markieren können. Du, ich danke euch wieder mal fürs Zusehen, Leute da draußen. Ich ende die Folge hier an der Stelle. Bis dann. Tschüss.